You can start, Chantal. Guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wo ihr uns zuhört. Wir senden heute unsere Stimmen, junge Stimmen aus Deutschland. Bevor wir anfangen, nochmals kurz die Instruktion. Unten seht ihr diese Weltkugel für die Übersetzungen. Da könnt ihr anklicken, welche Übersetzung euch gefällt. Und bitte bleibt auf stumm. Wenn ihr Fragen habt an die Sprecherinnen, bitte in den Chat stellen. Wir werden sie nachher an die Personen richten. Wie gesagt, heute präsentieren wir euch junge Stimmen aus Deutschland. Diese jungen deutschen Katholikinnen sagen, wir leben in Parallelwelten. Während in Deutschland die Ehe für alle eingeführt wurde, streitet die römisch-katholische Kirche darüber, ob sich queere Paare überhaupt segnen lassen dürfen. Während es 16 Jahre lang eine regierende Bundeskanzlerin gab, scheint seit Johannes Paul II. Nichts weiter entfernt zu sein als die Gleichberechtigung in katholischen Ämtern. Was kirchliche Strukturen mit Gott zu tun haben, ist heute das Thema einer Diskussion zwischen vier jungen katholischen Frauen. Schwester Jakoba Zöll, als junge Ordensfrau mit abgeschlossenem Theologiestudium und forscht nun zu Konzeptionen weiblicher Heiligkeit im Spätmittelalter. Claudia Danzer als Doktorandin der katholischen Theologie. Lisa Baumeister als Theologiestudentin mit der Option auf den pastoralen Dienst. Und Luisa Bauer als angehende Religionslehrerin. Claudia Danzer, Lisa Baumeister und Luisa Bauer sind auch Gründerinnen der digitalen Initiative Mein Gott diskriminiert nicht, unter anderem auf Instagram. Die Diskussion wird moderiert von Maria Mesrian von Maria 2.0. Die Diskussion wurde aufgezeichnet, da es schwierig war, einen gemeinsamen Live-Termin zu finden. Aber trotzdem ist es spontan und eine fröhliche Konversation geworden. Maria Mesrian und die drei Sprecherinnen sind heute live dabei und antworten sehr gerne im Nachhinein eure Fragen. Ja, hallo, herzlich willkommen alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu unserer Veranstaltung heute, die den Titel trägt Mein Gott diskriminiert nicht, meine Kirche schon. Ich freue mich auf spannende Diskussionen mit den vier Frauen, die dabei sind. Die Veranstaltung ist im Rahmen der Voices of Faith-Reihe Stoppt Gewalt gegen Frauen in der Kirche, die einen besonderen Fokus auch auf die Menschenrechtsfrage, die im Zusammenhang mit Diskriminierung ja auch eine Rolle spielt, setzt. Ich freue mich auf die Diskussion und dann starten wir gleich. Mein Name ist Maria Mesrian, ich bin Theologin und bei Maria 2.0 aktiv. Dann lade ich ein, Schwester Jakoba. Erzählen Sie uns was, warum Sie dabei sind, warum du dabei bist, wir waren ja beim Du, und warum du katholisch bist und auch in einem Orden bist. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Schwester Jakoba Zöll, ich bin Olper-Franziskanerin und das jetzt mittlerweile schon seit 2 Jahren. Bin ansonsten Theologin, promoviere im Fach Mittlerer Neuere Kirchengeschichte und bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni in Bonn. Und freue mich riesig auf die Diskussion mit euch und Ihnen allen. Und für mich bedeutet jung und katholisch sein aktuell einen riesigen Spagat hinzukriegen. Und ich hoffe, dass der irgendwie mit der Zeit mal ein bisschen geringer wird. Vielen Dank. Ja. Dann Luisa. Ich bin Luisa Bauer. Ich bin 26 Jahre alt und Teil der Initiative Mein Gott diskriminiert nicht. Ich bin angehende Religionslehrkraft und in dem Zusammenhang kann ich auch sagen, dass jung und katholisch sein für mich zwei Schwierigkeiten vor allem hat. Einmal die Schwierigkeit, dass ich sehe, dass die Kirche Menschen Verletzungen zufügt und dabei
sehr stark hinter ihrem Potenzial, das in dieser Botschaft eines liebenden Gottes steckt und einem, also Gott, der Liebe ist und Freiheit auch will, für alle Menschen deutlich zurückbleibt. Und dass Diskussionen zurzeit allzu oft über Machtargumente entschieden werden. Und ich das gerade als meine, also in meiner Tätigkeit als Religionslehrkraft als große Herausforderung wahrnehme, dass das junge Menschen heutzutage nicht mehr überzeugt. Dann danke, Luisa, und dann gehen wir zu Lisa. Hallo, ich bin Lisa, ich bin 23 Jahre alt und ich studiere in Freiburg katholische Theologie auf Magister und Islamwissenschaft im Bachelor. Genau, für mich bedeutet, jung und katholisch zu sein, dass ich auf der einen Seite in einer katholischen Kirche groß geworden bin, auch mit der Option, Pastoralreferentin zu werden, allerdings da auch immer wieder auf Probleme stoße, weil ich es merke, dass ich in der Gesellschaft und auch die Werte, mit denen ich aufgewachsen bin, ganz andere sind als in der katholischen Kirche und manchmal nicht genau weiß, möchte ich in der katholischen Kirche arbeiten und versuchen von innen heraus die Struktur zu ändern oder ist, wie ich das vor allem dann im Studium gemerkt habe, ist die Struktur, also sind diese diskriminierenden Strukturen, wie ich sie nennen würde, so stark auch im Gottesbild der katholischen Kirche verwoben, dass es da auch stark schwierig ist, dagegen irgendwie was zu machen. Und noch bin ich sehr motiviert in der Initiative Mein Gott ist kriminiert nicht zu versuchen, da für ein anderes Gottesbild und Menschenbild einzutreten. Genau, aber ich sage auch immer, ich bin katholisch auf Zeit und genau, versuche einfach jetzt noch. Genau. Vielen Dank, Lisa. Und dann kommen wir zu Claudia. Hallo, ich bin Claudia Danzer, ich bin 29, katholische Theologin und promoviere gerade in Fundamentaltheologie an der Uni Freiburg. Und für mich bedeutet auch jung und katholisch sein, gerade in einer, ähnlich wie bei Schwester Jakoba, in einem großen Spagat zu sein. Und ich persönlich stelle mir ganz oft die Frage, wie lange ich eigentlich noch katholisch sein kann. Und der Kirchenaustritt ist einfach eine omnipräsente Frage bei mir, weil ich einfach damit zu kämpfen habe, Mitglied der katholischen Kirche zu sein und gleichzeitig zum Beispiel für queer-feministische Themen einzutreten. Und die andere Herausforderung, vor der ich jetzt stehe, als katholische Theologin, die an der Universität arbeitet, wie ich damit umgehe, gerade angehende TheologInnen auszubilden. Weil seit der MHG-Studie, der großen Studie, die Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland untersucht hat, ja klar ist, dass es Faktoren gibt innerhalb des Katholizismus, die Missbrauch begünstigend wirken. Und faktisch muss ich mir also als Lehrkraft die Frage stellen, bilde ich gerade Menschen für einen missbrauchsbegünstigenden Raum und Kontext aus? Und damit umzugehen, ist für mich gerade eine große Herausforderung. Deswegen auch mein kirchenpolitisches Engagement, weil solange ich noch katholisch bin, ich katholisch sein möchte, im Protest. Und für mich als junger Mensch, weil die Frage ja auch ist, was bedeutet es für mich, jung und katholisch zu sein, ist es natürlich auch so, dass ich mich frage, arbeite ich gerade an einem Ort, der Zukunft hat, oder arbeite ich gerade an einem Ort, der eigentlich schon im Abgrund steht? Und das ist die nächste Herausforderung. Und solange es aber noch Menschen gibt, die Hoffnung haben, bin ich irgendwie dabei und arbeite oder will damit mitarbeiten, dass unsere Generation an jungen, kritischen TheologInnen nicht die letzte ist. Ja, herzlichen Dank. Eindrückliche Eingangsstatements, die schon genug Futter liefern, glaube ich, für die nächsten 40 Minuten unserer Diskussion. Außer bei Schwester Jakoba konnte ich jetzt bei euch allen, also auch bei ihr diesen Spagat, aber auch bei allen, bei euch dreien auch nochmal ganz besonders diese Frage, wie lange noch katholisch sein. Und ich glaube, zu diesem Jung und katholisch kommt noch bei uns hinzu Jung, also bei mir nicht jung, aber bei euch jung, Frau und katholisch sein. Ich glaube, das gibt dem Ganzen auch nochmal eine besondere Note, über die wir ja gleich noch sprechen können. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen es am Hintergrund, dass drei der Damen sind aus der Initiative Mein Gott diskriminiert nicht, meine Kirche schon.
Die wollen wir ganz kurz vorstellen. Luisa, magst du dazu ein paar Worte sagen, wie ihr entstanden seid, was ihr macht und welche Erfahrungen ihr in dieser Zeit gemacht habt, in der ihr aktiv seid? Ja, also wir haben uns vor 2 Jahren bei einem Uniseminar getroffen und gefunden, haben dann beschlossen, also weil wir eben diese Kritik an der Kirche für uns finden bzw. sehen, dass sich Sachen ändern müssen, haben wir für uns die Notwendigkeit gesehen, das auch öffentlich, also öffentlich her, als wir es sowieso schon in unserem Umfeld getan haben, kundzutun in der Hoffnung, also zum einen natürlich, indem wir uns in einen langen Weg an Protest in der römisch-katholischen Kirche auch einordnen, aber in der Hoffnung nochmal eine junge Perspektive auch öffentlichkeitswirksam vorzubringen und haben dann beschlossen, dass wir mithilfe einer eigenen Website, meingottdiskriminiertmich.de, auf Instagram und Twitter junge queer-feministische Perspektiven auf das Thema römisch-katholische Kirche und diskriminierende Strukturen zu bringen. Wir sind, also tatsächlich haben wir, es ist mehr ein oder mehr, wir haben mehr Resonanz bekommen, als wir uns tatsächlich am Anfang erhofft hatten. Gerade auf Instagram haben wir eine sehr lebendige Community, würde ich sagen, auch sehr viel positive Resonanz hin, also im Hinblick auf Bestärkung bekommen, also dass wir Menschen bestärken in ihrem Jung und katholisch sein und in den ganzen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Genau, wir leisten auch Bildungsarbeit bei Workshops, so könnte man das grob umschreiben. Genau, und uns selbst tut es auch gut, die Kritik, die wir dringend äußern wollen, da auch kundtun zu können, einfach um sich selbst treu zu bleiben. Ja, als ich das erste Mal von der Initiative gehört habe, war ich auch total begeistert, weil ihr das auch einfach sehr, sehr gut argumentiert und aufgezogen habt. Ich fand, das war ein sehr guter Einstieg und auch ein wichtiges Signal. Und wenn man euch sprechen hört, ist es ja auch sehr ermutigend. Ihr seid alle blitzgescheit und habt die richtigen Themen auf dem Schirm. Schwester Jakoba, Sie sind, du bist, ich sage immer Sie, weil Schwester, da denke ich immer an, immer noch auch so an ganz ältere Damen, aber du bist ja auch sehr jung. Ich durfte dich schon mal auf einer Podiumsdiskussion erleben, wo du äußerst kenntnisreich, was ja auch deine Fächer zeigen, mittlere und neue Kirchengeschichte, argumentiert hast. Wie erlebst du dich an der Uni im Kontakt auch mit den anderen Studentinnen und Studenten und wie begegnen die dir da? Das ist eine ganz spannende Sache, weil die allermeisten Leute mir nun mal schon relativ viel ansehen können oder meinen, mir alles ansehen zu können. Und wenn ich also in der Uni auftauche, bin ich erstmal das Highlight überall, weil sowas haben dann 2/3 der Menschen, die dort unterwegs sind, noch niemals gesehen. Und wenn es dann in die theologische Fakultät geht, dann kennen die allermeisten Studierenden und dozierenden Ordensleute, haben aber eine sehr interessante Idee davon, was das denn so für Menschen sind. Also diesen Grundweg immer konservativ. Frauen, also Ordensfrauen, halten auch grundsätzlich immer den Mund, finden alles gut und beten und machen auch sonst eigentlich eher nichts. Das ist so das, was die allermeisten denken. Und dann habe ich große Freude daran, dann den Mund aufzumachen und dieses Klischee fällt dann ein bisschen in sich zusammen. Das ist ganz schön. Also ich habe das Gefühl, ich erlebe da so Vorurteilsarbeit am eigenen Leib. Also das, was die Menschen erwarten, ist was völlig anderes, was meine eigene Idee vom Ordensleben ist. Also sei das eben in Themen, wie du eh schon gesagt hast, kirchenpolitischer Natur oder auch ganz banal, also ich lache, ich lebe. Ja, mit mir kann man über sich normale Dinge unterhalten. Das sind so ganz viele unterschiedliche Sachen, die da zusammenkommen. Und da habe ich das Gefühl, das ist eine nicht immer tolle Rolle, aber eine total wertvolle Begegnungschance, um dann festzustellen, dass Ordensfrauen, egal ob jung oder alt, weder verstaubt noch erzkonservativ sein müssen, sondern ganz fitte Menschen sind, denen Kirche und vor allem ihr Glaube ziemlich am Herzen liegt. Und denen, ich muss ich auch persönlich sagen, ich immens viel zutraue, was Kirchenpolitik betrifft. Das haben sie über die Jahrhunderte gezeigt und ich glaube, wenn
du und noch ein paar andere da auch voranpreschen. Das ist eine ganz tolle Autorität, die da auch nochmal aufleuchtet. Was ich spannend an euch dreien auch, oder an euch vieren, aber auch jetzt an euch dreien, ihr seid alle in unterschiedlichen Kontexten unterwegs und habt euch erstmal auch für eine Laufbahn innerhalb der katholischen Kirche entschieden. Luisa, du als Religionslehrerin, Lisa als Pastoralreferentin und Claudia an der Uni. Und alle drei Arbeitsfelder sind ja, wenn wir jetzt die gegenwärtige Situation auch betrachten, auch nicht unproblematische Arbeitsfelder. Also wir erleben Religionslehrerinnen, die um ihre Missio fürchten müssen. Wir erleben an der Uni, dass es kein Nihil Obstat gibt, wenn Frauen da zum Beispiel bei der Abtreibung andere Positionen, bei der Abtreibungsfrage andere Positionen vertreten. Und wir erleben auch in Gemeinden, dass dann sehr schnell auch Pastoralreferentinnen und Referenten eben unter den geweihten Priestern auch aufgrund der Machtstrukturen auch leiden müssen. Trotzdem habt ihr euch für diesen Weg entschieden. Da würde mich noch interessieren, bei Luisa, Lisa und Claudia in der Reihenfolge vielleicht am besten, warum? Also ich habe ja vorhin schon angedeutet, ich glaube, dass die Kirche und auch, also vor allem die christliche Botschaft, sehr großes Potenzial hat, dass da vieles sich nicht mit den, also das Theologiestudium und das, was dort diskutiert wird, das findet sich so in den kirchlichen Strukturen nicht immer wieder oder sehr vieles findet sich da nicht wieder. Und ich hoffe darauf, dass sich die kirchlichen Strukturen dahingehend eben auch ändern können, Pluralität anzuerkennen. Beziehungsweise, wie vorhin schon angedeutet, wenn wir davon ausgehen, dass mein Gott nicht diskriminiert, müssen wir auch die kirchlichen Strukturen so verändern. Und ich hoffe darauf, dass sich das immer mehr umsetzt, dass man erkennt, dass zum Beispiel die persönlichen Lebensumstände von Religionslehrkräften nichts darüber aussagen, ob sie authentisch da vor der Klasse stehen können und den Glauben oder auch an sich alle, also es ist ja ein sehr breites Themenfeld, das auch im Religionsunterricht behandelt wird, da authentisch rüberbringen zu können und SchülerInnen was beibringen können. Also ich glaube schon noch fest daran, dass ich da viel ändern kann und sehe durch das Potenzial, das ich darin sehe, meinen Platz. Aber wie Lisa und Claudia vorhin auch schon gesagt haben, es hängt an Veränderungen und es ist ein katholisch Sein auf Zeit, je nachdem, wohin der Weg auch noch geht. Ja, Lisa, wie ist es bei dir? Wie stellst du dir deine Zukunft in den gegenwärtigen Strukturen vor, in denen du Glück haben kannst, einen netten Chef zu haben oder auch Pech und einen zu haben, der dich eben in deiner Entfaltung auch behindern kann bei den gegenwärtigen Strukturen? Ja, das stimmt. Das kommt oft auch auf den Kontext an, in dem man dann schließlich landet oder man landet ja nicht unbedingt an einer Stelle, aber das ist sehr abhängig davon. Ich studiere noch ein paar Semester und habe noch nicht abschließend beschlossen, ob ich den Weg der Pastoralreferentin einschlagen möchte. Ich finde es einen attraktiven Beruf und glaube auch, dass man mit den Menschen vor Ort seine Nische finden kann und versuchen kann, im Kontext Kirche und Gemeinde zu versuchen, das Gottesbild und das Menschenbild zu verändern, weil Kirche ist nicht nur der Papst und seine Bischöfe, sondern auch alle Gemeindemitglieder sozusagen. Gleichzeitig, was auch ein bisschen meine Probleme damit sind, ist, ich weiß auch, also ich meine, grundsätzlich bin ich mir nicht mal sicher, wenn ich offen Kritik auch äußere, ob das überhaupt möglich ist. Allerdings auch möchte ich das, wenn Leute, die vielleicht nicht so wie ich sich mit dem Geschlecht identifizieren, nicht das Geschlecht sind, mit dem sie geboren wurden oder die falsche Person lieben, das nicht ausüben, diesen Job nicht ausüben dürfen, möchte ich das dann tun, nur weil ich da zufällig darin reinpasse. Und das sind Entscheidungen, da muss ich noch drüber nachdenken und auch mich ein bisschen umsehen. Was sind vielleicht auch Arbeitsbereiche, in denen ich meine Talente sonst noch einbringen kann? Und genau. Also du bist noch nicht ganz entschieden, ob du dir das wirklich ja, auch antun willst. Für viele ist es natürlich auch, ich kenne viele ältere Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten, die mit viel Hoffnung eingestiegen sind und sehr resignieren. Umso
doch finde ich es auch bestärkend, dass ihr diese Perspektive noch habt, Claudia. An der Uni, von den Unis hört man teilweise Gutes, teilweise auch sehr Beängstigendes. Wie schaut es da bei dir aus? Ja, also für mich persönlich ist es schon eine schwierige Lage, würde ich sagen, weil ich an der Uni auch ganz stark einfach merke, in welchen Parallelwelten ich mich eigentlich befinde. Auf der einen Seite im Wissenschaftskontext und auf der anderen Seite als katholische Theologin trotzdem rückgebunden mit dem Kontext katholische Kirche und den Fragen, wie zum Beispiel das Nihil Obstat, das du schon angesprochen hast. Und ja, das ist für mich auf jeden Fall gerade super schwierig. Und ich persönlich würde halt sagen, im Moment sind wir eigentlich in einer Situation, in der allein die Tatsache, dass wir über Nihil Obstat Verfahren sprechen und über die Angst, die damit schwirrt, ob man überhaupt sich positionieren darf, um später Nihil Obstat zu bekommen. Allein die Tatsache ist ja schon skandalös, weil wir uns ja eigentlich gerade kirchenpolitisch in einer Situation befinden, in der klar ist, jeder Tag, der verstreicht, an dem die Kirche so ist, wie sie ist, also die katholische Kirche, ist ein Tag, an dem ein missbrauchsbegünstigendes System am Leben erhalten wird. Das heißt, wir müssen eigentlich so schnell wie möglich all diese Ängste und Machtapparate innerhalb der katholischen Kirche abbauen, anstatt irgendwie weiter Angst zu verbreiten. Und ich glaube, dass wir da an einem super spannenden Punkt innerhalb der Theologie sind. Und ich persönlich habe damit angefangen, also mit dem Theologiestudium, weil mich einfach das Fach fasziniert hat und auch bis heute fasziniert. Das hat überhaupt nicht aufgehört. Ich finde es großartig, die großen Fragen zu stellen. Und wie es dann für mich persönlich damit weitergeht, das ist einfach noch offen. Du hast was in meinen Augen ganz Wichtiges angesprochen, das mir in diesen Kontexten immer mehr, immer öfter begegnet und ständig im Raum ist, und das ist das Thema Angst. Welche Erfahrungen habt ihr mit diesem Thema im Kontext der katholischen Kirche schon gemacht? Also vielleicht ganz lebensweltbezogen. Ich kenne sehr viele, die sich also die Religion nur als Drittfach nehmen oder sich auf jeden Fall auch als, also in der pastoralen Ausbildung noch einen Plan B überlegen, weil man dann, also allein dadurch, dass man eben nur eine arbeitgebende Person sich gegenüber hat und die Vergabeverfahren nicht immer so ganz durchsichtig sind oder man nicht weiß, wenn ich jetzt nicht 100% in diese Kriterien reinpasse, wird man mir wohlgesonnen sein und mich trotzdem aufnehmen, weil die Praxis ist ja oft eine andere, als dann da im Rechtstext schwarz auf weiß steht, die sich dann einen Plan B zurechtlegen, einfach zur Sicherheit. Und schon das ist für mich so ein, also dass viele damit hadern, will ich den Weg einschlagen mit seiner Unsicherheit? Ja, da spürt man die Angst auch schon in den ersten Semestern bei vielen Menschen. Weißt du was aus deinem Umfeld, Schwester Jakoba? Für mich ist das ein ganz wichtiges Thema, weil es mir ganz oft begegnet. Also einmal aus dem universitären Kontext, da hat Claudia gerade schon ganz viel zu gesagt, da hängt die wissenschaftliche, akademische Karriere am Wohlwollen des jeweils zuständigen Erzbischofs. Und das ist was, was ich unfassbar skandalös und traurig finde und da ganz oft die Rückmeldung oder die Erfahrung gemacht habe, wenn man denn dann mal eine Position hat, wenn man denn mal alt genug ist, dann könnte man ja auch was sagen, weil dann ist es nicht mehr so ganz so gefährlich. Und das finde ich persönlich unmöglich, aber das kenne ich aus eigener Erfahrung. Und dann werde ich auf der anderen Seite als Ordensfrau ganz oft damit konfrontiert, ja, du sagst jetzt hier so Sachen, darfst du das denn überhaupt? Mhm. Das finde ich noch schlimmer fast als das Akademische, dass da der Gedanke und wahrscheinlich auch die Erfahrung hintersteht, dass alles, was mit einem Stempel katholisch auf der Stirn rumrennt, und das finde ich nun mal ziemlich offensichtlich, irgendwie einem Zensus unterliegen oder immer nur die gleichen Sachen von sich geben, weil alles andere verboten ist. Und das finde ich furchtbar und habe da für mich selber zumindest beschlossen, keine Angst zu haben vor diesen Dingen. Das hilft nicht. Natürlich mache auch ich mir Gedanken, wie weil mein persönliches und mein berufliches Leben da auch dran hängen, wie man mir irgendwann mal gesonnen sein wird. Aber ich sehe nicht ein, deswegen meinen Mund nicht mehr aufzumachen. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen. Also diese zwei Werte in der Hand zu haben, und nicht zu wissen, ob man, das kann ich ja auch nicht sagen,
ob man es schafft, diese Angst in den Hintergrund zu stellen oder ob man eben sich selbst da ein Stück selber schützen möchte. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, in der, die ich jetzt, was ich so aus meiner Arbeit gesehen habe, dass diese Angst oft auch ein Scheinriese ist. Ja. Die, wenn es dann hart auf hart kommt, und ich habe diese Fälle erlebt, ganz anders ausgeht, also die gar nicht dieses Bedrohliche hat, sondern es liegt oft an der persönlichen Haltung. Und es ist sehr befreiend. Ich erlebe das in Köln auch ganz oft, wenn plötzlich auch Priester, die man zuvor als sehr ängstlich eingeschätzt hat, die plötzlich ihre Stimme finden. Und dann merkt man, dass das dann auch gesund ist und dass daraus dann auch andere sich wieder ermutigen, ihre Position zu beziehen. Weil letztlich ist es auch der Auftrag, den wir als Christinnen und Christen haben in der Freiheit der Kinder Gottes. Und alles, was mit Angst besetzt ist, widerspricht ja letztlich dem, wofür wir antreten. Die Frage ist, Ich denke, ihr habt auch viele solche kirchenpolitischen Diskussionen geführt. Wir sind klar uns alle einig, dass Frauen in der katholischen Kirche diskriminiert werden. Es geht jetzt nicht primär darum, noch zu sagen, ob wir Diakoninnen werden dürfen oder nicht, sondern es geht einzig und allein darum, wir sind gleichwürdig und haben die gleichen Rechte. Nur wir bewegen uns in einem System, das Diskriminierung letztlich in der DNA hat. Ich glaube sogar, dass die katholische Kirche als System fast in Reinform des, ein wahnsinniger Erhalter des Patriarchats über, sagen wir, die letzten 1800 Jahre ist. Also es hat sich keine Institution, die derart patriarchalisch geprägt ist, so lange in Reinform bis ins 21. Jahrhundert halten können. Deshalb ist für mich immer die große Frage, wo ist hört für uns eben die Geduld auf damit, dass wir sagen, wir können das so nicht mehr mittragen, und wann müssen wir aber auch sagen, okay, wir sind katholisch, wir sind in dieser Kirche und müssen Position beziehen. Ich sehe das bei euch allen dreien, dass es letztlich, dass ihr diesen Kampf noch gewillt seid zu führen. Klar, mit der Frage, immer auch mit dem offenen Ausgang. Aber für mich ist jetzt die Frage, wie konkret schafft ihr diesen Spagat? Auch im Zusammenspiel mit, ihr bewegt euch ja auch mit Gleichaltrigen, für die Kirche ja noch mal viel fremder ist, als es jetzt in meiner Generation, ich bin jetzt 47, ist. Aber selbst ich wurde schon gefragt, warum ich überhaupt Theologie studiere. Und wie argumentiert ihr da? Ja, ich kann ja vielleicht mal ganz kurz anfangen. Also das ist ja gerade irgendwie die schwierige Frage. Also ich bekomme ganz oft die Frage gestellt, warum ich eigentlich noch katholisch bin, und würde mir eben wünschen, dass sämtliche Bischöfe auch die Frage gestellt bekommen, warum sie eigentlich noch katholisch sind, wenn sie Leitungsverantwortung für ein System haben, das Missbrauch begünstigt. Und ich finde auch den Punkt mit dem Global Player ziemlich wichtig, und es ist für mich aber eigentlich gerade ein Ansporn, zu sagen, die katholische Kirche ist gerade als Global Player unterwegs. Heißt ja, dass wenn man Strukturen der katholischen Kirche ändern würde, man auch global dazu beitragen könnte, dass patriarchale Strukturen abgebaut werden. Also das ist sozusagen ja dann die Hoffnung. Und klar, wie gegen so einen großen Player überhaupt ankommen. Und ich persönlich, aus meiner Perspektive, würde sagen, dass wir eigentlich gerade an einem super spannenden historischen Punkt angelangt sind, weil eben an so vielen Stellen plötzlich Tabuthemen thematisiert werden, die davor nicht thematisiert wurden. Also ich kann jetzt ja nur auf die letzten ungefähr 10 Jahre zurückblicken, weil ich 2011 angefangen habe, Theologie zu studieren. Und ich finde, dass heute schon viel kritischer gesprochen wird als eben vor 10 Jahren. Und prinzipiell glaube ich da einfach an diesen Satz, dass man ein System, das auf Gehorsam basiert, nur durch Ungehorsam verändern kann. Und wenn genug Menschen Widerspruch leisten und auch merken, es ist total okay, katholisch zu sein und zu widersprechen, katholisch zu sein und queer-feministisch zu sein, dass sich dann die Mentalität auch ändert, weil das ja quasi auch unser Anliegen wäre. Wir sind ja nicht nur irgendwie kirchenpolitisch für die Öffnung der Ämter für alle,
sondern wir sind ja für einen Change, für einen Wandel der Mentalität dahinter, für den Abbau von Klerikalismus und diesen Dingen. Aber ja, also bitte? Nee, ich wollte nur ergänzen, dass man zwar schon seit Jahrzehnten durch Wir sind Kirche und die Donaupriesterinnen gab es sehr oft auch Engagement, wo man super mutig war auch für diese Zeit und was auch wirklich Vorbilder für uns sind. Gleichzeitig sehe ich aber auch, gerade irgendwie in der heutigen Zeit, wie Claudia gesagt hat, was jetzt möglich ist, wie mutig man auch auf dem synodalen Weg offen spricht und genau das noch mal mehr irgendwie möglich ist. Das heißt nicht, dass vielleicht jetzt das die Welle ist, wo irgendwie alles kippt, aber solange wir da irgendwie dranbleiben und es auch weiterhin, wir nicht die letzte Generation sind, die ihren Mund aufmachen, ja, wird sich hoffentlich schon noch was ändern. Also die Hoffnung ist noch nicht aufgegeben. Und ich glaube, dass da auch eben und ganz auf einer ganz persönlichen Ebene einfach diejenigen auch wiederum Hoffnung machen, die selber noch Hoffnung haben. Aber ja, der Ausgang ist offen, ja. Ist schwierig, würde ich sagen. Vielleicht ergänzend, wenn mich Leute fragen, wie ich das überhaupt verantworten kann, also nicht nur katholisch zu sein, sondern auch noch Ordensfrau zu werden, heute, dann versuche ich immer zu erklären, dass katholisch sein für mich ja nicht in erster Linie bedeutet, ich finde die Strukturen der katholischen Kirche Bombe, sondern katholisch sein für mich noch ein paar andere Facetten hat. Und ich nun mal in diesem System katholische Kirche meinen Gott kennengelernt habe. Und dieser Weg gemeinsam, also mit Gott und mit anderen gläubigen Menschen zusammen, darin begonnen hat. Und katholisch sein dann für mich zu einer Möglichkeit geworden ist, diesen Glauben zu leben. In einer ganz spezifischen Ausformung von Tradition. Also ne, evangelisch oder katholisch besagt ja nicht erstmal nur, in was für einem kirchlichen System wir strukturiert leben, sondern hat auch ganz viel an anfassbaren, traditionellen Dingen bei sich. Und davon finde ich ganz vieles total wertvoll für mich und meinen persönlichen Weg. Und das ist das, was mich im Endeffekt hält, katholisch zu sein. Also in erster Linie mein unser Gott und die Menschen, mit denen ich diesen Glauben leben möchte. Und für mich ganz konkret ist das dann meine Ordensgemeinschaft. Und da ist ein Ort für mich, wo ich katholisch sein kann, in all seinen positiven Konnotationen, um auszuhalten, was katholisch sein in seinen ganzen negativen Dingen auch bedeutet. Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung, die, glaube ich, bei vielen auch den Kern trifft, dass wir in dieser katholischen Kirche eben den Glauben gelernt haben und wie du es auch so schön ausgedrückt hast, auch das Anfassbare dieser Traditionen im Kopf haben und gleichzeitig, und das macht eben diesen Spagat aus, mit einem System jetzt immer stärker uns konfrontiert sehen, das die sexualisierte Gewalt begünstigt in allen Strukturen. Und ich habe da auch keine Antwort drauf im Moment und ich glaube aber, wie seht ihr das? Könntet ihr ohne euer kirchenpolitisches Engagement noch in dieser Kirche sein? Also, Lisa gerne? Ich sage vor allem auch immer, dass ich noch katholisch bin, aber nur unter der Bedingung, dass ich kirchenpolitisch aktiv bin, weil ich zahle zwar keine Kirchensteuern, aber ich bin trotzdem eine Nummer im System und unterstütze es dadurch, dass ich katholisch bin, dieses System, in dem ich Mitglied bin. Und deswegen, sobald ich sage, ich möchte mich hier nicht mehr engagieren, ich sehe keine Hoffnung mehr, dann sehe ich auch nicht den Grund, noch in der katholischen Kirche zu bleiben. Claudia? Ja, also mir geht es genauso. Ich kann auch nur im Protest gerade noch katholisch sein, indem ich mich auch öffentlich distanziere von den Dingen, die gerade in der katholischen Kirche schief laufen, weil ich einfach ein politischer Mensch bin und das von mir einfach eine Frage ist, wie ich das sonst vor mir rechtfertigen könnte. Ja. Aber ich sehe da keinen Gegensatz drin, sondern kirchenpolitisch aktiv zu sein, heißt ja für mich auch katholisch sein. Also, ja. Ich glaube, dass wir uns dadurch durch unsere Initiative den Raum gegeben haben, um authentisch das
vorzubringen, wie wir uns Kirche vorstellen, wie wir uns Glaube vorstellen und den weitergeben. Also das für mich durch die Initiative ist es sehr viel, also ich kann sagen, genau so will ich katholisch sein und genauso wie wir das gerade umsetzen. Wie, wenn wir jetzt also in den unterschiedlichen Kontexten, in denen wir eben kirchenpolitisch aktiv sind oder unseren Glauben leben, das sind ja auch in gewisser Weise Blasen. Wenn wir jetzt die Struktur der katholischen Kirche vom Papst bis in die einzelnen Bistümer, die Leitungsstruktur, das Amtsverständnis, das mal besser, mal schlechter ausgeübt wird. Wir haben hier die Katastrophe in Köln. Wenn wir das sehen, sehen wir ein absolutistisches System, das auf einen Monarchen hin ausgerichtet ist. Und wir sehen, dass in diesem System Unrecht geschieht, dass Menschen tatsächlich beschädigt werden, und zwar aufs Tiefste. Und für mich stellt sich dann die Frage, welche Mittel haben wir konkret auch außerhalb dieser Blasen, in denen wir uns, man kann sich ja da auch gut einrichten, aber in denen wir auch außerhalb dieser Blasen darauf aufmerksam machen, dass in dieser Kirche etwas nicht stimmt. Und egal, ob wir drinnen oder draußen sind, das spielt eigentlich keine Rolle. Die katholische Kirche ist gerade in Deutschland ein Big Player am Arbeitsmarkt, also der zweitgrößte Arbeitgeber, die ein Arbeitsrecht haben, das diskriminierend ist. Wie, da frage ich mich, müssen wir nicht viel politischer und viel aktiver da auch Gesellschaft drauf stoßen und Politik drauf stoßen, dass wir Kriterien, die wir als Demokratinnen auf dem Boden des Grundgesetzes für selbstverständlich erachten, auch an die katholische Kirche anlegen. Wie seht ihr das? Oder sollte man diese Sphären einfach nicht vermischen und sagen, das sind zwei verschiedene Dinge? Wie politisch darf man als Katholikin sein? Also ich würde sagen, unbedingt politisch, weil die Botschaft ja auch also viel mit Gerechtigkeit zu tun hat und auch einstehen für nicht nur sich, sondern eben auch den, die andere. Und also ich würde sagen, man muss auf jeden Fall, oder die Werte, die im Grundgesetz stehen, sind für mich ganz genuine Werte, die ich im zwischenmenschlichen Zusammenleben habe und haben möchte und sehe, sehe auch, dass die Kirche kein rechtsfreier Raum in dem Sinne sein darf, die diese Werte einfach nicht umsetzt, weil sie Meinungsfreiheit nicht so hoch hält, sondern das autoritäre System dagegen stellt. Für mich ist das ein ganz also ganz wichtiges Element, da vielleicht ja den gesellschaftlichen Dialog zu suchen, aber eben auch den innerkirchlichen, weil ich das Gefühl habe, dass der gesellschaftliche Dialog schon sehr im Gange ist, wenn man sich anguckt, wie viel Dokumentation im Moment über das innerkirchliche Leben gerade auch schon ausgestrahlt werden. Also es ist ja ein gesellschaftspolitisches Thema, inzwischen würde ich sagen noch mehr, und habe eher das Gefühl, dass sich manchmal die innerkirchliche Debatte nicht mehr darum dreht, sondern so ein bisschen ja, um andere Themen dreht. Und eher sehe, dass man innerkirchlich dann noch mehr irgendwie den Fokus drauf setzen müsste. Aber glaubst du, dass durch gesellschaftlichen Druck sich innerhalb der Kirche was verändern lässt? Also Gesellschaft und Kirche sind ja auf viele Weisen verwoben, weshalb ich es wichtig finde, dass die Gesellschaft zumindest im Diskurs zeigt, was Anforderungen sind an so einen Big Player in der Gesellschaft. Die Kirche profitiert ja auch von bestimmten Privilegien, die wir als Gesellschaft ihr vielleicht auch zugestehen. Von dem her denke ich, dass also zumindest den Diskurs zu suchen und da auch vielleicht bestimmte Regelungen zu aktualisieren, zu modernisieren, wären auf jeden Fall wichtig. Ich sehe, dass es religionsverfassungsrechtlich schwierig ist und auch vieles fest ist, aber glaube, da muss man einfach im Gespräch bleiben und dran weiterarbeiten. Wie seht ihr das? Wie schätzt ihr das ein? Wie weit kann Politik und Staat auf die Kirche da
begünstigend einwirken oder seht ihr das als Pattsituation, weil ja immer auch im Raum ist, die Kirchen sind die großen sozialen Träger, vor der die Politik natürlich Angst hat, dass sie ausfallen? Also ich stimme zu, dass die Gesellschaft was gegen diese Missbräuche tun muss, weil die katholische Kirche das ja nicht allein, die katholische Kirche ist ja kein abgeschlossener Rahmen, sondern gegen die Leute, gegen die der Missbrauch gerichtet war, das sind ja Subjekte der Gesellschaft und das ist ja verwoben. Und daher hat der deutsche Staat, solange es auf seinem Boden auch passiert ist, die Verantwortung, da auch begünstigend einzuwirken, dass Strukturen geändert werden, in dem zum Beispiel Schutzkonzepte irgendwie gemacht werden müssen. Allerdings auf einer theologischen Ebene, wie ich vorhin schon gesagt habe, sind diese Strukturen, die, also wie Klerikalismus und so, die dann auch missbrauchsbegünstigend sind, schwer einfach aus dem Raum zu schaffen, weil sie auch stark in dem Gottesbild verwoben sind und in dem Menschenbild und Kirchenbild. Das heißt, ja, es ist eine schwierige Sache, aber die Gesellschaft und der Staat haben die Verantwortung auf jeden Fall, was zu ändern. Ich glaube, Politik und Gesellschaft haben eine große Möglichkeit, da noch den Druck zu erhöhen, also Richtung Arbeitsrecht oder auch verpflichtende Ermittlungen gegen Menschen, die Missbrauch begünstigen. Also da sehe ich schon vielfältige Möglichkeiten von politischer und gesellschaftlicher Seite, den Druck zu erhöhen auf nicht nur katholische Kirche, sondern grundsätzlich große, relativ eigenständige Player, die sich bei uns relativ unbesehen oft in bestimmten Bereichen noch bewegen können. Was das, glaube ich, nicht erreicht, ist eine innerkirchlicher Shift von Mentalität. Also je mehr Druck ich auf ein System ausübe, da kann man dann ins 19. Jahrhundert springen oder noch ein bisschen früher zu Bismarck, kann ich zwar Dinge verbieten und auch grundsätzlich Veränderungen anstoßen, ich kann aber auch dafür sorgen, dass sich was verhärtet und die eigene Identität sich noch verfestigt, eben in diesen Strukturen, wo wir alle sagen würden, es wäre schön, wenn die sich verändern. Ich glaube, dafür braucht es noch eine zweite Ebene, wie Lisa gesagt hat, also eine theologische Argumentationslinie und vor allem auch Menschen, die innerhalb dieser Kirche diese Argumentation vertreten können, um diesen Shift zu vollziehen. Also ich glaube, dafür reicht nicht ein externer politischer Player, der vielleicht bestimmte Gesetze erlassen kann oder einfach einen grundsätzlichen Druck aufbauen kann. Ja, ich möchte noch was ergänzen. Ich habe gesagt, diese theologischen Konzepte von Hierarchie und so, das ist theologisch begründet, aber ich wollte sagen, dass es durchaus auch andere, dass man Theologie auch anders erarbeiten kann und dann nicht zu diesem Ergebnis kommt. Und das sind die Leute, die wir brauchen, um da diesen Mindset-Shift zu vollziehen. Aber wir sehen ja auch eigentlich seit dem Pontifikat von Johannes Paul II. Eine wahnsinnige Gängelung der universitären Theologie. Also die Theologie in Deutschland ist ja immer noch auch großartig besetzt. Es gibt wirklich gute Theologen und ich höre auch jetzt auch immer mehr, die sich auch wirklich kirchenpolitisch positionieren. Aber das war ja natürlich viele Jahre überhaupt nicht so. Wie seht ihr da auch, ihr seid... Claudia, du bist im universitären Kontext. Wie stark schätzt du da die Veränderungskraft an den Universitäten ein? Und wie mutig sind da die Professoren, die du da so in deinem Umfeld erlebst? Und wie abhängig sind die dann doch nochmal von einem Bischof? Ja, also ich persönlich würde sagen, dass ich schon sehr viele mutige TheologieprofessorInnen in meinem Umfeld sozusagen habe, die auch schon sehr lange auf kritische Punkte hinweisen. Und ich glaube, das große Problem akademischer Theologie ist ja neben der Gängelung, die es bestimmt, also die es auch gab und gibt, dass sie einfach von sozusagen der Kirchenhierarchie gar nicht rezipiert wird. Und dass da diese riesige Kluft gibt zwischen dem, was akademisch quasi seit 60 Jahren gemacht wird und dem, was theologisch von der Hierarchie immer noch bis heute vertreten wird. Und darin sehe ich eine große Schwierigkeit, die, glaube ich, einfach viele akademische TheologInnen haben. Und da ist dann die Frage, wo hat man irgendwie Orte, an denen man sich noch einbringen kann und wer wird gehört und wer wird nicht gehört.
Ja, also das ist, ich glaube, da wäre eigentlich schon sehr viel da. Da haben Generationen vor uns schon viel erarbeitet. Und die Frage ist jetzt einfach, wird das rezipiert und umgesetzt? Und man sieht ja auch am synodalen Weg, dass sich sehr viele einbringen und Ideen haben. Ich würde natürlich aus meiner Perspektive und auch wir als Initiative würden uns da noch mutigere Schritte wünschen. Gerade so Punkte wie die sakramentale Ehe für alle sehen wir als für unbedingt notwendig an und ist jetzt sozusagen schon nicht mehr Thema auf dem synodalen Weg. Ja, ich denke, es werden viele Themen, die jetzt breit diskutiert werden, werden wahrscheinlich in der Fläche auch wieder von den Bischöfen auch letztlich einkassiert werden. Also das ist, aber das trotzdem, ich glaube immer noch an die Macht des Diskurses. Und je lauter der ist und je politischer er ist, desto mehr Erfolg hat er. Also da bin ich bin zwar auch eine Skeptikerin des synodalen Weges, aber ich glaube, was ich da vor allem auch an, ich denke da jetzt an Daniela Ortkowski oder an Gregor Potschun, was da an Krebsverstand, an wirklich auch politischem Denken vorhanden ist, damit ist schon, damit könnte man schon wirklich neue Wege beschreiten. Und manchmal denke ich auch, es fehlt den Bischöfen manchmal auch einfach an einer, ich möchte jetzt nicht, aber an dem überhaupt, an dem noch verstehen, was da überhaupt diskutiert wird. Da ist, glaube ich, da sind einfach, wie du sagst, auch Welten dazwischen. Es dreht sich für mich auch nochmal ganz ein wichtiger Punkt ist, wie leisten wir, also ich war gestern vielleicht vom Kontext her, ich war gestern auf einer Veranstaltung in Köln in einer Schule, in der Johannes zu Els, der Stadtdekan von Frankfurt, den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort stand. Und ein Statement eines, der war noch nicht mal 18, der Schüler, der gesagt hat, ich bin katholisch sozialisiert, ich bin, war im Domchor, aber ich habe Angst, dass in der Situation, in der sich die Kirche jetzt befindet, dass ich da sogar meinen Glauben verliere. Also das ist das eine, das hat mich sehr berührt, weil er gesagt hat, ich kann und ich werde aus dieser Kirche auch austreten, weil ich die Rolle der Frau so nicht akzeptieren kann. Es haben mehrere Schüler gesagt, wir können, und das muss man sich mal vorstellen, diesen Shift, wir können unsere Werte, die wir für wichtig erachten, in dieser Kirche nicht mehr wiederfinden. Da müssten eigentlich bei allen Amtsträgern die Glocken angehen in ihren Gehirnen und sagen, da läuft ja was grundsätzlich schief. Jetzt habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass es natürlich auch eine Generationenfrage ist, dass die etwas erhalten möchten, was so schon lange nicht mehr da ist. Das Problem, was wir allerdings da sehen, ist, dass sie, und da müssen wir auch ganz klar das sehen, sie verfügen de facto über die Macht, weil sie das Geld in der Hand haben. Und für mich ist die Frage, wie kann eigentlich Widerstand in so einem System, und ich würde sagen, ihr befindet euch alle in einer Art des Widerstandes, Widerstand, der erfolgreich ist, aussehen? Das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich erhoffe mir von euch jetzt richtig gute Einfälle. Ja, ich würde sagen, dass da jeder sozusagen an seinem Ort mit seinen Möglichkeiten arbeiten kann und wir als Initiative haben überlegt, was können wir jetzt tun? Die Frage haben wir uns sehr konkret gestellt und dadurch, dass wir mit den sozialen Medien umgehen können und teilweise auch gewachsen sind, haben wir uns die sozialen Medien als Ort gesucht, an dem wir unseren eigenen Raum sozusagen schaffen. Und ich finde, dass das überhaupt nicht gering geschätzt werden kann, was da an digitaler Kirche jenseits der traditionellen Strukturen bereits stattfindet. Da sind dann auch konfessionelle Grenzen egal. Da geht es dann auch darum, dass man sich die gemeinsamen Werte teilt, wie zum Beispiel eine queerfeministische Perspektive, weil zum Beispiel die binäre Geschlechteranthropologie prägt ja mehrere Konfessionen des Christentums noch sehr und dass wir da auch das Denken aufbrechen wollen, ist zum Beispiel ein gemeinsames Anliegen und da findet dann auch über wenige Klicks große Vernetzung unter denjenigen statt, die da die gemeinsamen Visionen von Kirche noch teilen. Und das finde ich, ist es eine Art von Ermächtigung, die man an der Hand hat, und die recht einfach ist und die eben auch nicht zu kontrollieren ist und die, weil da keiner eingreifen kann, sondern man eben sozusagen
einfach selber machen kann, was man möchte. Und da gibt es dann auch verschiedene Formate hin zu queerfeministischen Andachten und so weiter, die auf Instagram zum Beispiel stattfinden. Und da haben dann sozusagen wir vielleicht einen Raum, in dem wir unsere eigene spirituelle Autonomie auch wieder erleben dürfen. Und das einfach jenseits der herkömmlichen Diözesanenstrukturen. Ja, das ist also wie so ein kleiner wilder Dschungel, der sich da angesichts der erstarrten Leblosigkeit in den Amtsetagen breit gemacht hat, der sich da entfaltet. Also so, ich glaube auch, dass diese Situation auch viel Anarchie hervorbringt, was ja nicht unbedingt schlecht ist. Widerstand. Ich würde gerne noch, Luisa, was meinst du zu Widerstand? Also ich finde Claudia da sehr stark beipflichten. Ich glaube, es geht darum, Freiräume zu nutzen, die es jetzt schon gibt, in der Hoffnung, dass wir irgendwann so viele Freiräume geschaffen haben, dass wir gemeinsam so laut sind, dass man uns nicht mehr überhören kann. Und das war auch die Motivation, warum wir in den digitalen Raum gehen wollten, weil wir also gerade bei jungen Menschen glauben, dass das eben die Plattform ist, in der man gemeinsam so viele Leute erreichen kann und laut sein kann, die Botschaft verbreiten kann, dass hoffentlich Bischöfe irgendwann nicht mehr weghören, unsere Erfahrungshorizonte verstehen, wahrnehmen, in der Folge hoffentlich auch ernst nehmen. Und ich glaube, wenn wir alle an den Orten, an denen wir sind, solche Freiräume ausmachen, dann geht das schon zusammen. Also wir sind ja Kirche, also wir sind die Kirchenbasis und von der aus sollten diese Strukturen eigentlich gedacht werden, in meinen Augen. Die Bischöfe sind ja auch verantwortlich für uns. Sie sind ja nicht, also sie sind uns in ihrer Verantwortung in meinen Augen auch bestimmte Sachen pflichtig. Wir versuchen in den Räumen dann auch alternative theologische Argumente zu finden, wenn es zum Beispiel heißt, bei der Ämterfrage, Jesus war ein Mann oder die Apostel waren nur Männer, dann zu argumentieren auch oder aufzudecken, was sind das eigentlich für Argumente und wie kann das auch anders gedacht werden, um zu zeigen, dass es nicht notwendig ist, um auch zum Thema Widerstand halt alternative Möglichkeiten zu schaffen, die man eben dagegen halten kann. Und auch auf dem synodalen Weg, das finde ich eben auch die Chance von den jungen Synodalen, wird sehr stark auch eine andere Perspektive eingebracht, eine queer-feministische, mit dem sich eben die Bischöfe, wie du davor gesagt hast, noch wenig auseinandergesetzt haben. Und dadurch müssen sie in Kontakt kommen mit anderen Realitäten. Und ich denke, auch da ist Widerstand möglich. Das ist voll wichtig, was ihr gesagt habt. Da spielt, finde ich, Bildung eine super große Rolle. Also einer breiten Masse Argumentationsabläufe auch kenntlich zu machen und vorzuführen, die sie vielleicht so überhaupt noch nie gehört haben und präsentieren, dass es andere theologische Konzepte gibt, präsentieren, dass es andere Lebensentwürfe gibt. Das ist total wichtig. Und was für mich persönlich vielleicht mit der die wichtigste Möglichkeit ist, sowas wie Widerstand zu leisten, das klingt so dramatisch, vielleicht eher auch ein Stolperstein zu sein. Das sind für mich ganz konkrete Menschen, die mir nämlich vorleben, dass das funktionieren kann. Also dass ich nicht das katholisch sein muss und dann geht all das andere nicht mehr, sondern dass es Menschen gibt, die diesen Spagat aushalten und dabei glücklich und zufrieden leben. Und das finde ich mit den wertvollsten Stolperstein für auch strukturelle Kirche. Und das, glaube ich, seid ihr vier auf jeden Fall und wäre ich gerne, dass man das den Menschen vorleben kann, die mit uns auf dem Weg sind. Und dass wir uns so gegenseitig Mut machen können und immer wieder bestärken, es funktioniert. Hör mal, du kannst katholisch sein und du kannst klug, intelligent und anders argumentieren und du kannst so leben, wie du lebst, obwohl vielleicht deine Nachbarin völlig anders lebt. Ihr könnt alle katholisch sein und es funktioniert. Und das führt nicht in den Abgrund. Und ich finde, das ist für mich persönlich die wertvollste und wichtigste Form von Widerstand. Ja, das sind sehr, sehr, sehr gute Worte, Schwester Jakoba, weil es letztlich uns auch tatsächlich in die Verantwortung ruft, in der wir stehen. Und wir sind nun mal katholisch geboren
Wir haben schon festgestellt, was wir an Wertvollem da auch herausgezogen haben. Für mich aber auch nochmal an der Basis dieses Jesuanische, was sich für mich in Gerechtigkeit vor allem niederschlägt. Und dafür Verantwortung zu übernehmen, dass Menschen in dieser Kirche Gerechtigkeit erfahren. Für mich hat sich, muss ich ehrlich sagen, jetzt verlasse ich vielleicht die Rolle als Moderatorin, für mich hat sich sehr viel geändert, als ich das erste Mal mit von sexualisierter Gewalt Betroffenen zu tun hatte. Für mich hat sich dadurch einfach der ganze Blickwinkel geändert. Und ich habe gemerkt und auch beschämt gemerkt, dass wir noch als Kollektiv viel zu lange und viel zu schweigend waren und dass diese Menschen seit teilweise Jahrzehnten einen Kampf in dieser Kirche führen, der nicht beachtet wird. Und erst auch seit 2, 3 Jahren, erst die MHG-Studie, hat es so wirklich nochmal in den Fokus gerückt. Und ich möchte wirklich dafür plädieren, dass es, das ist die Verantwortung, die wir als Katholikinnen und Katholiken haben, dass diesen meist auch älteren Menschen noch Gerechtigkeit widerfährt. Und da haben wir, glaube ich, einen wirklichen, da müssen wir den Druck einfach erhöhen, so wie du auch gesagt hast, ein System, das erwiesenermaßen in den Strukturen Missbrauch begünstigt, durch unbegrenzte Machtfülle, durch Männerbünde, durch eine Sexualmoral, die Menschen knechtet, durch ein Priesterbild, das die Priester selbst überfordert, das ungesund ist, müssen wir darauf hinweisen und da dürfen wir auch nicht müde werden. Und deshalb ist es für mich in dem Moment auch keine Option, die Kirche zu verlassen, weil ich immer noch glaube, dass wir da, egal ob wir jetzt noch Kirchensteuer zahlen oder nicht, aber wir haben eine Verantwortung als Menschen für diese Menschen, auch in Solidarität mit ihnen. Das war jetzt mein leidenschaftliches Plädoyer und ich glaube, dass es aber auch wichtig ist und deshalb bin ich über diese Veranstaltung heute auch froh, dass wir da über den Tellerrand hinausgucken und uns wirklich großflächig vernetzen, weil es, was mich immer wundert, ist, dass die rechtsautoritären Kreise sehr wohl schaffen, wenig und laut zu sein und uns geht diesen, sagen wir jetzt mal, ich sage jetzt einfach den linksreformatorischen revolutionären Kräften fehlt es oft so ein bisschen an Vernetzung und Networking. Oder seht ihr das anders? Da gibt es bestimmt noch Luft nach oben, aber im Moment habe ich das Gefühl, wird doch an allen Enden versucht, das irgendwie zu machen. Und gerade die Digitalisierung hilft da vielleicht auch einfach, die Gleichgesinnten auch global zu vernetzen. Ja, das Argument der Weltkirche ist nämlich jetzt keins mehr, denn wie gesagt, Christiane Florin sagt es ja immer, keine Frau auf der ganzen Welt möchte unterdrückt werden, wenn wir jetzt die Frauen sehen. Und es gibt keinen Grund für die katholische Kirche, da hinterher zu sein, was auch Lebensentwürfe von queeren Menschen beinhaltet. Also ich glaube, da muss die katholische Kirche in ihrer Pflicht, in die Pflicht genommen werden und an ihre Pflicht erinnert werden, ihrer Botschaft gemäß zu handeln und dadurch auch Gesellschaften zu verändern und letztlich zum Fortschritt dieser Menschheit beizutragen, anstatt zu einem Stillstand, wie sie es jetzt ja auch vielerorts tut. Ja, ich glaube, damit kommen wir auch gleich zum Schluss. Ich habe noch eine letzte Frage an euch drei. Was würdet ihr tun, wenn ihr jetzt einen Schritt der Veränderung euch, was würdet ihr verändern, wenn ihr jetzt Macht hättet? Als erstes, Schwester Jakoba, was würdest du machen? Ich glaube, da reicht keine Macht der Welt für aus, aber ich würde tatsächlich die Angst verbannen. Also ich würde mir wünschen, dass das jemand schaffen würde. Und ich traue das unserem Gott zu, aber ich würde es schon auch dann gerne, wenn in so einer Utopie, dann würde ich gerne die Angst vertreiben aus unserer Kirche und aus den Köpfen der KatholikInnen, um ihnen damit bewusst zu machen, was sie eigentlich alles können und dürfen und machen. Luisa, was würdest du machen? Also ich würde am liebsten Strukturen einführen, die die Vielfalt der Menschen, die wir in unserer Kirche haben, widerspiegeln. Und zwar alle, genau, die uns, unser Können und unser Wissen widerspiegeln und nicht hinter diesen Ansprüchen zurückbleiben.
Lisa? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es da einige Sachen gibt, die zu ändern wären. Und ich glaube, in allererster Linie, was wichtig ist, ist, dass es ein Zuhören gibt, dass tatsächlich versucht wird, zu verstehen, wie es Menschen geht, die in der Kirche queer sind, die Missbrauch erfahren haben, die das falsche Geschlecht haben sozusagen, um dann wirklich auch auf offene Ohren zu stoßen, um Veränderungen also möglich zu machen. Ja, es ist sehr auf Metaebene, aber genau. Claudia, du hattest am längsten Zeit zu überlegen. ja, also ich würde, glaube ich, die katholische Kirche dazu verpflichten, dass sie sich selbst den demokratischen Prinzipien verschreibt und verpflichtet und dass es nicht mehr diesen, also dass eben auch Menschenrechte dann auch genauso für KatholikInnen gelten. Das ist ein guter Schlussakkord, denn wir werden im Dezember auch noch über Menschenrechte in dieser Reihe sprechen und dass diese Menschenrechte universal gültig sind und es nicht sein kann, dass ein Global Player wie die katholische Kirche diese Rechte nicht in ihren eigenen Strukturen lebt, sie nach außen hin anmahnt, aber in den eigenen Strukturen dauerhaft missachtet. Das wird noch eine spannende Diskussion. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken. Es hat total Spaß gemacht, mit euch so lebendig zu, ja, ich wollte sagen, zu diskutieren. Und ich freue mich, euch bald in irgendwelchen anderen Kontexten auch wiederzusehen, gerne auch mal in Köln. Danke Voices of Faith für diese Möglichkeit, dass wir das heute machen durften und vielen Dank Ihnen als Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie dabei waren. Wir wünschen Ihnen allen noch alles Gute, viel Angstfreiheit und frei nach Hannah Arendt hat gesagt, keiner hat das Recht zu gehorchen. Ja, jetzt sind wir tatsächlich live. Können mich alle hören? Ja, sehr gut. Ja, wir vielen Dank an die Mitdiskutantin. Fast alle sind da. Schwester Jakoba kann leider heute nicht. Aber ich lade aus dem Chat heraus ein, Fragen zu stellen. Nochmal ganz kurz, das Thema Menschenrechte haben wir am Schluss ganz kurz gestreift. Wir hatten vor 2 Tagen zum Tag der Menschenrechte eine internationale Pressemeldung rausgegeben, in der wir den Vatikan auffordern, dem Europarat beizutreten. Das hätte zur Folge, dass er auch die Menschenrechtscharta unterschreiben sollte, hatte auch eine sehr gute Resonanz. Diese Pressemeldung international, also es war ein erster Schritt auf dem Weg, auch die Politik mit einzubeziehen, wenn es um die Umsetzung der Menschenrechte in der katholischen Kirche geht. Da würde mich noch mal ganz kurz eine Fragerunde an Lisa, Luisa und Claudia. Wie weit habt ihr das in euren Kontexten schon angedacht, dieses Thema der Menschenrechte und katholische Kirche? Also auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, das ja gerade die Diskriminierungsstrukturen auch betreffen würde, also sie im besten Fall verunmöglichen oder zumindest zur Verantwortung ziehen würde. Im Moment ist der Vatikan ja noch als quasi Gebilde sui generis davon ausgenommen, von dieser Verpflichtung. Ja, also ich denke, da hat Voice of Faith auf jeden Fall einen sehr guten Schritt gemacht und in der Hoffnung, dass das weiterverfolgt wird, würden wir uns dem auf jeden Fall anschließen. Claudia, möchtest du noch was von euch aus dazu sagen? Dann, wenn ja. Ich wollte nur noch mal sagen, dass das auch ein bisschen Ausgangspunkt eigentlich unserer Überlegungen ist, was wir ganz am Anfang auch gesagt haben oder was auch als Statement von Chantal vorgelesen wurde, dass wir einfach in diesen parallelen Welten leben, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland die Ehe für alle haben, aber kirchlicherseits darüber sprechen, ob homosexuelle Paare oder queere Paare allgemein überhaupt gesegnet werden können. Und da über die Menschenrechte zu argumentieren, halten wir auf jeden Fall auch für den nächsten wichtigen Schritt. Sehr gut. Dann würde ich gerne die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einladen, ihre Fragen auch in den Chat an die 3 Akteurinnen oder eure Gedanken einfach zu teilen.
Also wir haben eine Frage von der Angelika Fromm, die ist jetzt nicht mehr dabei. Sie fragt, Probleme in der römisch-katholischen Kirche bestehen seit Jahrzehnten. Diskriminierung, Gender, Apartheid, Klerikalismus, die Menschenrechtskonvention nicht unterzeichnet. Mich quält seit über 50 Jahren die Frage, auftreten oder austreten? Womit erreichen wir eher Reformen? Was denkt ihr? Was denken die jungen Damen? Ich glaube, dass man in erster Linie, wenn man in der Kirche auftritt und als katholische Person sagt, so geht es nicht weiter, es ist auch meine Kirche, wir sind Kirche und wir müssen etwas ändern, was erreichen kann, mit der Einstellung. Ich persönlich sage aber auch, ich persönlich bleibe vielleicht nicht für immer katholisch, weil ich irgendwann sage, ich sehe hier keine Veränderung und ich muss damit auch nicht immer mitgehen. Deswegen, ich kann auch jede Person verstehen, die sagt, ich trete lieber aus, weil ich das nicht mehr ertrage. Ich glaube, ein Kirchenaustritt kann auch funktionieren, solange es vielleicht auch in der großen Ebene auf einmal passiert. Genau. Nur, dass also man müsste da so etwas Großes organisieren und das ist eben, ja, bis jetzt wird es ziemlich ignoriert. Deswegen weiß ich nicht, wie viel es bringt. Also ich glaube auch nicht, dass es in der Breiten, also dass es wirklich Amtsträger beeindruckt. Nicht mal in Deutschland ist es ja dieses Kirchensteuersystem, was es in anderen Ländern nicht gibt, nicht mal finanziell. In erster Linie ist es für die interessant, wenn wir uns die Vermögen anschauen. Es ist individuell sicherlich ein Schritt, wenn man es nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren kann, zu gehen. Aber ich denke, die Zielrichtung, es ist die große Frage, gehen oder bleiben. Aber ich glaube, die wichtige Antwort darauf ist, auf jeden Fall aufstehen. Und niemand kann den Druck so groß machen wie Katholikinnen oder Katholiken, egal ob sie noch innerhalb oder außerhalb dieser Kirche sind. Was hält ihr von dem Vorschlag, fragt jemand, wie wäre es denn mal so mit einem längeren Streik, 4 bis 6 Wochen, so um den Advent inklusive Weihnachten oder Aschermittwoch inklusive Weißer Sonntag, da mal länger zu streiken? Also ich hoffe schon auf weitere Maria 2.0 Aktionen. Einfach weil ich auch glaube, dass in den vielen Pfarrgemeinden in Deutschland dadurch wirklich Diskussionen angestoßen wurden und man sich plötzlich wirklich ernsthaft und offen mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und irgendwie auch zur Positionierung gezwungen wurde. Und deswegen hoffe ich darauf, dass da auch wieder weiteres entsteht und einfach vielleicht auch neben dem Streik einfach auch neue mutige Wege gegangen werden, neue Formen von Liturgie zu erproben, um die eigene spirituelle Autonomie sich zurückzuerobern. Darf ich vielleicht nachfragen? Es war ja schon von Anfang an mit Voices of Faith, hatte ich immer noch diese Hoffnung, so eine 250.000 Frauen auf den Petersplatz zu bringen, wo einfach mal sagen, genug. Wir bekommen das nicht hin. So, die Hoffnung ist jetzt auch bei euch. Maria 2.0 muss auch nochmal auftreten. Aber wo sind denn all diese Katholikinnen, wo wirklich mal sagen, es reicht? Weltweit. Wo sind die, eurer Meinung nach? Ja, also das ist natürlich der spannende Punkt. Und ich würde sagen, dass ja nicht nur sozusagen demonstrieren auf den verschiedenen Plätzen vor den Kirchen, vor den großen Kirchen, wie bei uns in Freiburg, vor dem Münster wichtig ist, sondern eben selber vor Ort die eigenen spirituellen Räume zurückerkämpfen. Wir drei haben durch unsere Initiative den Weg eingeschlagen, dass wir ins Netz gehen, dass wir in der digitalen Welt, dort in der digitalen Kirche aktiv sind. Und natürlich ist das nur ein Weg. Und das ist eben der Weg, den wir gegangen sind, der uns als jungen Menschen irgendwie nahe liegt, weil wir selber davon ausgegangen sind, dass wir auch nicht mehr viele junge Leute vor den Münsterplatz bekommen, aber viele junge Leute vielleicht unsere Posts lesen, weil sie sozusagen dort noch unterwegs sind.
Also die Frage ist berechtigt. Ich frage mich tatsächlich, wo ist die Masse an Katholikinnen und Katholiken? Wir haben in Deutschland jetzt einen großartigen Spiegelartikel über Missbrauch im Erzbistum, im Bistum Trier, wo wir sehen, dass dieses System seit Jahrzehnten Menschen schädigt. Und da müsste spätestens ein Aufschrei aus der großen Masse kommen. Eine richtige Bewegung. Und das kann auch Maria 2.0 nicht alleine richten, sondern ich frage mich tatsächlich, wo ist die Masse, die erkennt, dass in diesem System weiterhin Unrecht getan wird, dass weiterhin Vertuschung stattfindet, dass es sich ewig hinziehen wird, bis Betroffene entschädigt sind oder es nie geschehen wird. Und da frage ich mich tatsächlich, wo sind die Menschen, die da noch Position beziehen, in großer Zahl, die fehlen einfach. Also ich denke manchmal, man kann das auch mit der Umweltbewegung vergleichen oder mit dem Einstehen für das Frauenwahlrecht. Meistens haben diese Bewegungen ja auch schon Jahre oder jahrzehntelange Vorarbeit gehabt. Menschen, die sich stetig engagiert haben, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und dann kommt zu diesem stetigen Prozess irgendwann ein historischer Wendepunkt. Also etwas, was dann auf einmal einschlägt. Und ich würde für mich das zumindest als Motivation sehen, stetig Mut zum Widerspruch zu üben, mich zu solidarisieren, andere zu unterstützen, in der Hoffnung, dass wir irgendwann die kritische Masse erreichen, zusammen mit vielleicht einem Glücksfall, der das Fass dann zum Überlaufen bringt. Meine Frage ist, bei der Frage, wo alle bleiben, beziehungsweise meine Überlegung, es gibt immer weniger Leute, denen es noch daran liegt, was mit der Kirche passiert, auch in der Gesellschaft, weil Missbrauch ist nicht nur ein innerkirchliches Problem, sondern es betrifft alle. Es sollte ein politisches Problem sein, es sollte auch Leute angehen, die vielleicht nicht in der Kirche sind. Und genau, ich frage mich eben auch, da Deutschland 80 Millionen Leute leben, warum stellen sich nicht auch viele andere, die vielleicht nicht kirchlich gebunden sind, auch gegen das, was in der Kirche passiert? Das würde ich mir wünschen. Aber egal, was wir uns wünschen, wir müssen jetzt einfach tun und machen. Ich glaube auch, dass die Fragen letztlich müßig sind. Wo sind sie alle? Die da sind, tun und dann lassen sich die anderen entweder anstecken oder auch nicht. Aber ich denke schon, dass wir inzwischen auch die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit haben, zumindest hier in Deutschland und ist in Frankreich genauso, dass immer mehr das Augenmerk auch der Gesellschaft und des kritischen Journalismus darauf geht, was für systemimmanente Verfehlungen, Begünstigungen von Straftaten innerhalb dieser Struktur passieren. Und ich glaube, wenn sich dem die katholische Kirche nicht stellt, ist sie tatsächlich verloren. Ja, dann kommen wir langsam zum Schluss. Und ich danke Lisa, Luisa und Claudia und natürlich auch Schwester Jakoba ganz herzlich für dieses frische, wie sagt man, die frische Konversation und für die tolle Moderation von Maria. Und ich hoffe, wir stecken viele weitere jungen Frauen an, junge Katholikinnen, dass das so ein bisschen global verbreitet wird. Darum auch all die Übersetzungen, das ist uns immer sehr wichtig. Ich weise noch darauf hin, auf unseren nächsten Event, der ist morgen Abend, der letzte Event in unserer Reihe 16 Tage Aktivismus gegen Gender-Based Violence. Und das ist vielleicht so der Höhepunkt, eben geht es nochmal mehr um diese Menschenrechte und warum diese Menschenrechte nicht mal, quasi die Menschenrechtskonvention nicht mal ratifiziert ist in der katholischen Kirche. Und warum auch hier sich niemand so richtig da reinlehnt oder Fragen stellt. Das werden wir morgen angehen mit der Moderation von Christiane Florin, weil ich weiß, das liegt dir auch sehr am Herzen, diese Menschenrechtsfrage in der katholischen Kirche.
Und dann haben wir natürlich ein ganz tolles deutsches Panel von Theologinnen, Ordensfrauen, Politikerinnen. Also wäre schön, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen dritten Advent und macht's gut und bis bald. Ja, von mir aus auch viele Grüße aus dem kalten, tristen Deutschland. Auch in die Schweiz und nach Liechtenstein, wo es ja sehr viel Schnee hat. Danke, Chantal, dass du das möglich gemacht hast. Danke euch, wirklich ganz herzlich. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön fürs Kommen.